Thomas, ich habe mitbekommen, du bist ein bisschen heiser. Warum? Ja, unser Teamspruch hier ist relativ intensiv. Wir schreien da, was sind wir? Geile Hand. Was wollen wir? Gute Hand. Was können wir? Alles geben wir. Und rot-weiß-rot, für das stehen wir. Und am Schluss halt natürlich zusammen Team Austria und nachher dann bist du halt relativ am Zittern. Aber das sind diese positiven Emotionen, die man braucht, um bei den Euroskills da auch richtig Gas geben zu können, oder? Unbedingt. Also ich sage, okay, jedes Mal wieder, wenn du das machst, wie es jetzt war bei der Opening-Zeremonie vor zwei Tagen, du stehst da neben 18 anderen Nationen dabei. Das ist ein Feeling unbeschreiblich. Also es ist eine Ehre auch, dass ich das auch so schreien darf. Also das ist ganz sicher eine Ehre. Jetzt zum Wettkampf selbst. Wie bist du positioniert? Was tut sich in den nächsten Stunden bei dir? Ja, im Prinzip heute ist Linoleum dran zu machen. Da haben wir jetzt gerade selber unseren Plan zeichnen. Das haben wir ein bisschen selber in der Hand, ob wir uns da irgendwas vierer holen können. Gestern war ein Paket, das ist an und für sich auch ganz super geworden. Bis am Schluss habe ich einen Kindergartenfehler gemacht, aber wird schon werden. Es ist noch alles drinnen, also bin ich guter Dinge. Wir auch und wir wünschen dir ganz viel Glück. Toi, toi, toi. Danke.